presence of the Lord. Es ist großartig, in der Gegenwart Gottes zu sein. Amen. Amen. Let's open Psalm 120. Lass uns in Psalm 120 aufschlagen. Vers 1. Vers 1. Read from the NIV, it says, I call on the Lord in my distress and he answers me. Yes, the NIV says, I call the Lord in my distress. That means it takes place several times in my life, and then God answers me continuously as I call him. Also das heißt hier, dass es wirklich eine Zeit lang dauerte und ich wirklich im Herzen Herrn rief und dass mir geantwortet hat. The other translations say, I called on the Lord and he answered me. Es gibt auch Übersetzungen, wo es in die Vergangenheit gesetzt ist, dass man sagt, ich habe den Herrn zum Herrn gerufen. But I will go with this one because it's the translation that I normally use. Aber ich gehe mit dieser Übersetzung, dass es jetzt dann heißt, ich rufe zum Herrn. It's only this only verse that we're going to share today. Das ist der einzige Vers, den wir heute mit euch teilen wollen. But I would like to split it in two parts. Aber ich möchte es in zwei Teile teilen. First of all, I want to ask, who calls upon the Lord? It's I. Also zunächst einmal möchte ich fragen, wer ruft? Ich bin es. So, I will be the first one. Also ich ist das Erste. What action am I doing? I calling. The action is to call. Was für eine Tat führe ich hier aus? Ich rufe an. And then, who is being called? It's the Lord. Und wer wird angerufen? Es ist der Herr. And when am I calling upon the Lord? Und wann tue ich diesen Anruf? In distress. In Sorgen. And what is the reaction from the Lord? He answers me. Und was ist Gottes Antwort darauf? Er antwortet mir. And therefore I want to begin with I. Und ich möchte jetzt einmal dieses Ich einmal näher beleuchten. The psalmist says, I. When I'm in the circumstance of distress, I call upon the Lord. Wenn ich in diesem Problem drin stecke, rufe ich zum Herrn. And this is it's showing us what to do in situations of distress. Und es zeigt uns, was wir tun müssen in Situationen der Nöten. The very first thing you have to do is to call upon the Lord, you yourself. Das Erste, was du tun musst, ist, dass du selbst Gott anrufst in dieser Not. And the psalmist says, I personally call. Und es heißt, ich persönlich rufe an. I call because I'm the one affected by the distress. Denn ich bin es, der davon beeinflusst ist, von diesen Sorgen. I call because I am the one who knows the depth of my distress. Denn ich bin es, der eigentlich die Tiefe meiner Sorgen überhaupt kennt. Other people are welcome to help me in prayer. Andere Leute sind willkommen, mich im Gebet zu unterstützen. And they should support me in prayer. Und dass sie mich im Gebet unterstützen können. And we should pray for each other. Und wir sollten füreinander beten. But I don't wait for them to pray for me when I'm in distress. Aber ich warte nicht erst darauf, dass sie für mich beten, wenn ich in Sorgen stehe. I go in the presence of God myself. Sondern ich gehe selbst in die Gegenwart Gottes und bete. I am the one who is affected. Denn ich bin es, der davon in dieser Situation steht. Therefore, I don't wait. Und darauf warte ich nicht. I must personally present my concern to God. Ich persönlich muss meine Sorgen Gott präsentieren. Because I know how it feels accurately, how my situation accurately feels. Denn nur ich kann es exakt genau wiedergeben, wie ich mich fühle. Sometimes everyone has a different perspective and version about my distress. Wenn hier andere von außerhalb könnte eine andere Perspektive von meinen Sorgen haben. And sometimes the versions they have are colliding, all of my friends, but the version about my distress, they are colliding. Und manchmal ist es so, obwohl sie meine Freunde sind, dass sie die Situation ganz anders verstehen, mein Problem ganz anders bedeuten als ich. So I must take my
concern to God personally. Also muss ich meine Sorge ganz persönlich zu Gott bringen. Because I'm the best reference about my feeling when I'm in the distress. Denn ich kann die beste Referenz darüber geben, wenn ich in diesen Sorgen drin stecke. But I also go personally to the Lord because the line is open for me when I call. Denn es ist auch so, dass ich persönlich hingehe, weil ich weiß, dass die Leitung offen ist. I have clear access to the Father because Jesus Christ paid the price for me to have access to the throne of grace. Denn ich persönlich habe den klaren Zugang zum Gott, zu Gott. Like we have been singing, He's mine and I'm His. Denn so wie wir gerade eben auch gesungen haben, ich bin sein und er ist mein. I personally call because there is no hindrance between me and the Father. Denn ich persönlich rufe auch zu ihm, weil ich weiß, dass da kein Hindernis zwischen ihm und mir ist. And I call because nothing must stop me from calling. Und ich rufe an, weil nichts mich daran hindern sollte. And now I want to speak about the call itself. Und jetzt möchte ich auch über diesen Anruf selbst sprechen. When you are in distress, there are two choices. You either call or you don't. In Nöten gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder du rufst an oder du lässt es sein. The decision whether to call is the most critical because it determines the consequences. Denn deine Entscheidung hängt von den Konsequenzen ab. The calling itself, the choice to call, depends on our experience. Die Wahl anzurufen hängt von unseren Erfahrungen ab. The experience of what happens when we call. Denn die Erfahrung, was passieren könnte, wenn wir anrufen. But calling is also an instinct. Aber anzurufen ist auch ein Instinkt. A natural phenomena. A natural phenomena hardwired in our brain. Also als natürliches Phänomen ist es ein Zeichen von unserem Gehirn. From birth, when we were born on day one. Seit der Geburt, also von Tag 1 an. We started calling. Schrie, haben wir gerufen. A baby will immediately cry. Denn ein Baby, wenn es aus dem Bauch kommt, wird sofort schreien. You cry. Darum hast du geschrien. You know, David, give me that picture, please. You know, when you are a baby. Also wenn du ein Baby bist. You begin crying. Dann fängst du an zu schreien. When you wet your panties or your nappy or pampers, you cry. Also wenn deine Windeln voll sind, dann weinst du. You are not uncomfortable, you cry. Du bist fühlst dich nicht mehr komfortabel, also weinst du. You begin crying when you feel hungry or thirsty. Also du wirst anfangen zu weinen, wenn du hungrig oder durstig bist. A pain in the hand, in the head or the stomach, you cry. Wenn du Schmerzen im Kopf oder im Bauch hast, du wirst anfangen zu weinen. That is a call for help. Das ist ein Ruf um Hilfe. Because it is a distress. Denn es ist eine Not. When we think about distress, we think about the older people. Und wenn wir an Not denken, dann denken wir auch an andere Leute, an die älteren Leute. No, this baby is we see around also have some distress. Auch die Babys um uns herum, die haben schon Sorgen. But when we are babies, you know, it doesn't take long before we realize that there is someone who is always attentive whenever we cry. Aber als Baby wird man sehr schnell herausfinden, dass da immer jemand ist, der Aufmerksamkeit für ihn hat. And this one is called Mama. Das ist die Mama. Mama is an international language for the babies. Mama ist ein internationaler Name für Babys. Mama is always around and ready to hear my cry. She comes. Mama ist immer da und wenn jemand schreien wird, dann kommt sie. When I'm lonely, Mama is there. Wenn ich einsam mich fühle, dann ist Mama da. I don't feel good, Mama is there. Wenn ich mich nicht so gut fühle, Mama ist trotzdem da. You know, she's always there waiting for any concern that whenever I cry, she comes immediately. Und Mama ist immer da, denn sie ist besorgt um mich. Und wenn ich rufe, wenn ich weine und schreie, dann kommt sie. She's my doctor. Sie ist mein Arzt. When I'm sick. Wenn ich krank bin. She's a chef when I am hungry. Sie ist ein Küchenchef, wenn ich hungrig bin. She's the teacher when I need an explanation. Sie ist mein Lehrer, wenn ich eine Erklärung brauche. She's the judge when somebody is disturbing me. Sie ist mein Richter oder Rechtsanwalt, wenn jemand mich stört. She is the police, the army, when somebody wants to attack me. Sie ist Polizistin, wenn
wenn jemand mich angreift. Mama is everything. Mama ist alles. But as we grow up, or as with my experience, as I grew up a little bit, and maybe the age of 5 and 6, I realized that there was a stronger figure, that was Papa. Etwas herangewachsen bin, so 5, 6, dann werde ich sicherlich plötzlich, da gibt es noch jemanden, das ist Papa. He had authority. He had authority in the house. Er hat Autorität im Haus. Powerful. Kraftvoll. And there was nothing as confident and secure as being with my Papa. Und da gibt es nichts anderes und besseres als mit meinem Vater zu sein. I grew up in the village, and when I'm walking with my Papa, I go in front and I'm very comfortable that Papa will take care of me whatever comes my way. Ich bin in dem Dorf aufgewachsen und immer wenn ich mit meinem Vater durchs Dorf gegangen bin, dann ging ich vor und wusste genau, ja, mein Vater steckt mir den Rücken, der ist hinter mir und passt auf mich auf. I have a friend of mine, he told me, you know, in some parts of Africa there's normally, or in the past, there has been a lot of violence. Und ich habe einen Freund von mir und dort in Dingua ist sehr viel Gewalt. But there's not only wild animal, but also the bad people, they can attack homes, they can kill people, lots of threats. Also da ist nicht nur wilde Tiere, die Angst einflößen, sondern auch andere Menschen, die Angst einflößen. Und so this child must have confidence that Papa will really is able to fight every kind of attack. Und dieses Kind muss sich sicher wissen, dass der Vater wirklich jeden Kampf besiegen würde, der kämpfen würde für sein Kind. This friend of mine, he has his child. Now the child is grown up. He's around here. But he told me that his son asked him one time. Dieser Freund, dessen Kind ist jetzt schon etwas größer, ist schon herangewachsen, ist auch jetzt hier in der Nähe hier von uns. Und eines Tages fragte er ihn. He was always asking me, Papa, can you also fight and defeat that one? Yes. Then the Papa, he said, I always say, yes, I can. So that he gave his confidence. Und der Sohn fragte, was ist das? Er sagte, was ist das? Und der Sohn fragte sein Vater halt immer wieder, du kannst auch gegen das erkämpfen und siegen? Und der Vater sagte, ja, kann ich. Then one time the bus was moving around the Flensburg and a very big, tall man entered the bus. Und dann kam einmal in den Bus hier in Hamburg ein richtig großer, starker Mann und stieg in den Bus ein. So he was telling me, my son looked at me. You know, he's a little bit smaller than me, and we are almost the same height. He said, my son looked at me, and looked at the big man who was entering. Und er erzählte mir einfach, wie sein Sohn dann ihn ansah und den großen Mann ansah und ihn wieder ansah und dachte nur so. And then he said, Vater, könntest du auch gegen ihn kämpfen und gegen ihn siegen? And I asked him, what did you say? I said, yes, of course. Und dann fragte ich ihn, was hast du geantwortet? Und er sagte, ja, natürlich. So like that, you know. But he told me a story about there's a country in Africa where there is a very terrible dictator. And everybody feared him. There was a child who asked the father, Father, can you fight and beat that guy? Und in Afrika, in den Ländern, gab es auch einmal einen Diktator und jeder hatte Angst vor ihm. Und dieses Kind, ein anderes Kind fragte halt seinen Vater, Vater, kannst du auch gegen diesen Mann kämpfen? Of course, the father said, of course I can. Und der Vater sagte, natürlich kann ich. And the child the second day he went to school and was telling everybody, don't joke around with me, my father can beat and yeah, he said in power. Und zwei Tage später ging der Sohn dann zur Schule und sagte, hey, versuch's nur, aber mein Vater, der kann gegen diesen Diktator kämpfen und gewinnen. And now they called the father to school. Und dann haben sie den Vater in die Schule gerufen. And the headmaster said, do you know the problems your son is bringing? He said,
that he can beat that you can beat the president. Und der Schulleiter rief dann den Vater in die Schule und sagte, du weißt doch, was für ein Problem wir haben. Dein Sohn verkündigt dir, dass du gegen den Präsidenten kämpfen würdest. Yes, because you can. Und der Vater fing an zu weinen. So it's like that. So just to come back to the point that the father has to be the child trusts that the father is able to deal with every threat. Also um hier wieder zum Punkt zurückzukommen, der Vater kann mit jedem Angriff fertig werden. But as we grow up, we realize that actually even the strength we attributed to our father was just an illusion. It was not so. They were not as strong as we thought. Aber je älter man wird, umso eher stellt man fest, dass es oft eine Illusion war, dass man gedacht hat, dass sein Vater wirklich dagegen kämpfen könnte. So we start knowing that we need to get more support of those who are able and who we can call and help, and they can help us. Und dass wir uns noch andere Leute suchen müssen, um solche Situationen zu bewältigen. In Germany, it's a very common thing to call the police for every small thing. Und in Deutschland ist es etwas sehr gewöhnliches, für alles Kleine die Polizei zu rufen. I don't know what the police would say if you said, ah, please, I want some help, I have an addiction of drugs. I don't know what the police can do here, but if you did it in my country, they would say, okay, let's come with the handcuffs, so that we can put you in the cell. Ich weiß nicht, wie es hier in Deutschland wäre, wenn du anrufen würdest und sagen würdest, ich habe ein Drogenproblem und ich bräuchte mal ihre Hilfe. Also in meinem Land würde man kommen und dich mit Handschellen abführen. But what I want to say is that even the police cannot have solution to some of the problems that we face. Was ich einfach sagen möchte, ist, dass selbst wenn die Polizei keine Lösung hat für die Probleme, in denen wir drinstecken. Sometimes it's good to share the problem with our friends. Manchmal ist es gut, die Probleme mit unseren Freunden zu teilen. Take a phone and call your friend. Dein Telefon zu nehmen und deinen Freund anzurufen. But sometimes it doesn't help. Aber manchmal hilft das nicht. Sometimes it helps little. Manchmal hilft es ein klein wenig. Yeah, someone said that do not tell people your problems because 80% are not interested, while 20% are happy that you have them. Und es gab mal jemanden, der gesagt hat, du brauchst gar nicht anrufen, denn wenn du anrufst, dann sind 80% davon sind gar nicht erst interessiert in deinem Problem und 20% sind glücklich, dass sie dich haben. Then others say that you should not tell people your problems because a third are not interested, a third will laugh at you, and the remaining a third have more problems than yours. Und eine andere Version sagt, wenn du anderen dein Problem sagst, brauchst du gar nicht, denn ein Drittel ist gar nicht interessiert, ein Drittel wird dich auslachen und das letzte Drittel, das wird, das hat größere Probleme, als du selber hast. And it also reminds me about a certain man of God who told people to write their biggest problems on a piece of paper. Und es erinnert mich an eine Situation, wo ein großer Mann Gottes sagte, schreib mal größtes Problem auf einen Zettel. And then you put them in a basket. Und dann sollten alle diese Zettel die in einen Korb legen. And mix to them up. Dann hat sie durchgeschüttelt, durchgemischt. And he asked everybody to pick at random. Und dann sollte jeder einfach per Zufall nochmal so einen neuen Zettel ziehen. And now, when most of the people, when they read the problem they saw. Und die meisten, die dann das Problem gelesen haben, was dann auf diesem Zettel stand. They said, excuse me, give me my problem back. Dann, Entschuldigung, kann ich bitte mein eigenes Problem wieder zurückhaben? So sometimes even when we tell people our problems, they don't really seem to be real problems. Also so, es ist manchmal so, dass wenn wir anderen das Problem erzählen, dass es für sie dann gar kein Problem erscheint. Because they feel they have greater problems than ours. Weil sie einfach denken, dass sie größere Probleme haben, als wie wir sie haben. Others really acknowledge that the problems are really big, but we cause the problems ourselves. Manchmal ist es sogar so, dass die Probleme größer sind, aber manchmal haben wir auch selber Schuld an diesen Problemen. In my country, there is a culture that has developed. When you tell somebody your problem, you say it was your fault. In meinem Land wird das auch ganz schnell gesagt, ja, wenn du ein Problem hast, dann bist du selber schuld. It was your fault. Why didn't you do like this?
Warum hast du es nicht so gemacht? So, sometimes really just telling people your problem. Instead of spending a lot of time calling people and telling them your problem. Und anstelle Zeit zu verbringen, Menschen anzurufen und ihnen dein Problem zu erzählen. The very first thing you need to do is to make your problem known to God. Ist es eigentlich, dass du dein Problem Gott bekannt machen solltest? This does not mean that we don't. It doesn't mean that we don't share our problem. That it's very important, of course, to have friends and those who can pray with you. Es ist ganz wichtig, dass du Freunde hast, die mit dir beten. Das will ich jetzt auch gar nicht so sagen, dass du das sein lassen sollst. But make sure we have to make sure that the very first one that we make our problem known to is God Himself. Aber wir sollten sicherstellen, dass der allererste, dem wir das Problem sagen, dass es Gott ist. That's why the psalmist says, "I call on the Lord in distress." Und darum heißt es in diesem Vers, ich schreie zum Herrn, der in meiner Not mir hilft. Because only God knows the depths of my problem and challenge and distress. Denn nur Gott ist es eigentlich, der diese Herausforderung, dieses Problem, in dem ich gerade drinstehe, es genau kennt. When cries to man would be our weaknesses, cries to God should be our strength. Also wenn when cries to man will be our weakness, cries to God will be our strength. When we cry to man, sometimes it becomes a weakness. But when we cry to God, that is our strength. But calling upon God also depends on our experience with Him. Aber Gott anzurufen hängt auch von unseren Erfahrungen ab. I have been talking to people here in Germany. Ich habe Menschen hier in Deutschland gesprochen. And here the question is, does God really hear? Und hier ist ja auch die Gegenfrage gekommen. Hört Gott eigentlich überhaupt? I grew up knowing that God really hears and answers prayer. Ich bin aufgewachsen mit der Sicherheit und dem Bewusstsein, dass Gott wirklich Gebet antwortet. Because I grew up in a Christian family. Denn ich bin in einer christlichen Familie aufgewachsen. But when you are in a society here, there's even a question that comes, does God really hear? Aber wenn du hier in dieser Gesellschaft bist, dann stellt sich dann gleich die Frage, hört Gott überhaupt? One cannot call if he imagines that there is no difference between calling and not calling. Aber ich kann sich nicht vorstellen, was es bedeutet, anzurufen oder nicht anzurufen. But if I know that there is a difference, I will never be silent during my distress. Aber wenn ich weiß, dass es da But if I know that there is a difference when I call, then I will never be silent in my distress. Aber wenn ich weiß, dass es da einen Unterschied dann gibt, dass es eine Lösung gibt, dann würde ich niemals es sein lassen anzurufen. Dann würde ich immer anrufen. Sometimes silence to man and cry to God is the best cure for distress. Manchmal ist es das Beste, wenn man silence to man and cry to God is the best cure for distress. Manchmal ist die beste Lösung, wenn man Menschen gegenüber still ist und zu Gott schreit, wenn man in dieser Situation steckt. In this case, I wouldn't take things for granted that they will solve themselves. I will call. In dieser Situation würde ich nicht einfach sagen, das Problem löst sich von alleine, sondern ich würde wirklich zu Gott schreien. But I also call because God calls me to call. Denn ich rufe auch zu ihm, weil Gott auch sagt, ich darf zu ihm rufen. He says, call upon me in the day of trouble and I will help you. Denn er sagt, rufe mich an in der Not und ich werde dir helfen. He says, whoever calls upon the name of the Lord will be saved. Und er sagt auch in seinem Wort, wer auch immer mich anruft, der wird gerettet werden. I call because the first moment I call, heaven picks up my call. It's never too easy for me. Und immer wenn ich ihn anrufe, dann ist es im Himmel die Leitung, die ist niemals gesetzt. Every child of God who is passing through distress and trouble, heaven is waiting for your call. They are surprised if you don't call. Und jedes Kind Gottes, wenn ihr in diesen Sorgen, in diesen Problemen drinsteckt, die
dürft Gott anrufen und der Himmel wundert sich sogar, wenn du nicht anrufst. The Father, Son and the Holy Spirit are attentive, waiting for your cry. Und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist sind aufmerksam und sie warten auf deinen Anruf. There are a host of angels concerning you, particularly you. Und dann gibt es Engel, die sind extra abgestellt für dich. They are ordained and assigned only for you. Sie sind speziell extra da nur für dich. And the Father is waiting just your call, at your call. Oh, the Father will dispatch them. Und der Vater, der wartet einfach auf deinen Anruf, auf deinen Schrei. Sorry if I shout. I'm very sorry if I shout. It's really great and tremendous to know that the Father has a lot of resource for us in order for us to overcome the distress. Es tut mir leid, wenn ich hier nachher so schreien, aber es ist einfach die Begeisterung von mir, die dahinter steckt, zu wissen, dass der Vater so viele Ressourcen hat, die er freisetzen kann für mich, wenn ich in diesem Problem drin stecke. So ist es eigentlich. So I call because my answer is guaranteed. Also schreibe ich zu ihm, weil ich weiß, dass die Antwort schon garantiert da ist. Yes, good friends, they can give me some comfort, encouragement and sympathy. Ja, gute Freunde können mir Ermutigung und Sympathie zeigen. During my distress. Während ich in dieser Situation stecke, but, in meiner Not. But sometimes the my distress is too powerful for them to go beyond that. Aber manchmal ist meine Not einfach zu groß für sie, dass sie darüber hinwegkommen können. Like I said, sometimes they may not fully comprehend why I'm reacting in a certain way during distress. Und wie ich schon sagte, manchmal es scheint es so, dass sie nicht so reagieren, wie ich denke, dass es eigentlich sie reagieren sollten in dieser Not, in der ich drin bin. Why does he react like this in this situation? He should have reacted like this. Und ich dann hinterher denke, warum hat er so reagiert? Er hätte doch eigentlich viel besser so reagieren sollen. But they are saying it because of two things. One, they are not the ones going through my situation. Secondly, they are a different personality than myself. Sie sagen es anders aus zwei verschiedenen Gründen. Erstens, weil sie nicht in dieser Situation drinstecken. Und zum anderen, weil sie eine andere Persönlichkeit sind, wie ich sie bin. But the Lord is the one who designed me. Aber der Herr ist es, der mich entwickelt hat. He knows the depth of my being and my personality. Er kennt die Tiefe meines Seins, die Tiefe meiner Persönlichkeit. He's the only one who knows the pain that I go through during distress. Und er ist der Einzige, der eigentlich weiß, mit was für Schmerz ich in dieser Not gehe. And he's not going to complain that I'm overreacting. Und er ist es nicht, der sich beschweren würde, dass ich überreagiere. He's not there to condemn me that it was my fault. Und er ist auch nicht, der mich verdammt und sagt, ach, komm, dein eigener Fehler. He is there to bring the solution, the answer. Und sondern er ist da, er wird die Lösung bringen und die Antwort. He is able to fully understand my distress fully. Er ist komplett fähig, meine Not zu verstehen. But he goes beyond understanding it. Aber er geht sogar noch weiter, als ich das verstehe. He's able to sympathize with my situation. Er ist fähig, deine Sympathie zu haben. But he goes beyond that. Aber er geht sogar noch weiter. Because he is the greatest comforter that I have. Denn er ist der größte Tröster, den ich haben kann. But he goes beyond being a comforter. Aber er geht sogar noch weiter, als nur ein Tröster zu sein. Hold me by my right hand and takes me through the distress. Er hält mich an der rechten Hand und führt mich durch diese Not hindurch. Until I come out of it. Und sorgt dafür, dass ich da rauskomme. So I call upon the Lord in distress and he answers. Also rufe ich und schreie ich zum Herrn in meiner Not und er antwortet mir. That is a call. Das ist der Anruf. And now I want to talk about my distress. Und jetzt möchte ich über die Not sprechen. Distress is a very painful and critical condition. Diese Not ist eine sehr kritische, schmerzhafte Situation. And we react differently to distress. Und wir reagieren unterschiedlich auf diese Not. Even in the same situation. Auch wenn es in zweiten Situation zweimal gibt. But distress does not come on its own. Aber diese Not kommt nicht von alleine. It is also caused by other factors.
Sie ist auch noch, kommt aus anderen Faktoren. It comes out of fear, doubt, worry and uncertainty. Sie kommt aus Angst, Zweifeln, Sorgen und Unsicherheit. But even these are secondary causes. Aber selbst das sind Gründe zweiter Wahl. The primary causes are the practical situations we go through. Aber der Hauptpunkt ist, wo wir durchgehen. Sometimes when we are sick. Ist manchmal, wenn wir krank sind. Maybe we have lost a loved one. Oder dass wir jemanden Geliebten verloren haben. Maybe we have lost a business, our businesses. Oder wir haben unser Geschäft verloren. When we go through different situations of hardships in the place of work or in school. Und manchmal ist es, dass wir durch harte Situationen durchgehen in der Schule oder auf der Arbeit. Domestic conflict. Oder Konflikte. Relationship difficulties. Beziehungsprobleme. Separation. Trennung. Divorce. Scheidung. Hatred. Hass. Rejection. Ablehnung. Betrayal. Verraten. Disappointment. Enttäuschung. All these things that we go through. Alle diese Dinge, durch die wir durchgehen. They lead us into a situation where we can go into distress. Sie leiten uns alle, in so eine Notsituation zu kommen. But sometimes it's distress comes because of the burden that we are carrying. Aber manchmal kommt die Not auch aufgrund der Last, die wir tragen. The different difficulties we are going through. Die verschiedenen Schwierigkeiten, durch die wir durchgehen. Life becomes hard to go through. Dann ist das Leben schwer durchzugehen. It's no longer fun. It's a kind like you. It's like a punishment to go through life. Dann ist das Leben kein Spaß mehr, keine Freude mehr, sondern eher eine Last. Because of different causes. Aufgrund von verschiedenen Situationen. And to this Jesus said, come to me, you who labor and have a laden, and I will give you rest. Und in dieser Situation sagt Gott, kommt alle her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch Ruhe geben. This means my distress is too complex for anyone else to understand apart from the Lord. Das bedeutet einfach, dass meine Not wirklich zu komplex ist für irgendjemand anderes, an dem ich eigentlich nur zum Herrn gehen kann. There is also some kind of distress that comes because of certain emotions that we have buried in the subconscious. Und es kommt auch manchmal, dass diese Not kommt manchmal auch zum Vorschein aufgrund von Gefühlen, die wir in unserem Hinterkopf auch gespeichert haben. Yes, when something goes in your subconscious, you don't think about it. It is not in your memory. Wenn du das in die Hintergedanken gepackt hast, dann denkst du erstmal gar nicht darüber nach. Maybe something happened to you when you got annoyed and then you suppressed it and it disappeared. Manchmal warst du sauer geworden und hast es einfach verdrängt. And you can never bury an emotion there. It will be alive and there it begins causing you a kind of stress and distress. Und du kannst diese Gedanken niemals beerdigen. Sie kommen immer wieder hoch und And you don't know for you wondering what is happening to you but you don't know. Und du sorgst dich und manchmal weißt du gar nicht, wie du dann reagieren sollst. Oh, I wanted to use my phone for reading the Bible, but it's a problem. Okay. No, I'm sorry for that. So what happens is this kind of distress. Also diese Art von Not. It sometimes you cannot even know where it's coming from. You wake up when you feel your moods are not good. Manchmal wachst du auf und stellst fest, dass you don't know why you are having certain moods also, you know, you can't tell. Now, if you don't know why you are reacting in a certain way, you cannot even expect the friends to understand you. Und darum kannst du auch gar nicht erwarten, dass Freunde dich dann verstehen, wenn du nicht selbst weißt, warum du diese Stimmung hast.
understands us. Aber Gott versteht uns. He knows the source of the trouble. Er kennt den Grund für unsere Sorgen. And the advantage when we call God in distress, the advantage is that we can never pretend. Und die Sicherheit ist, dass wenn wir Gott anrufen, dass wir uns niemals verstellen können. Yes, our call can never be dull or repetitive or hypocritical. Und unser Anruf kann niemals zu einer Routine sein oder in die Verzögerung hineingesetzt werden. Our call is as real as our distress. Unser Anruf, unser Schrei ist so real wie unsere Not. And once you have a prayer that can touch your heart and move your heart, then it will move the heart of God. Und wenn du ein Gebet hast, das wirklich dein eigenes Herz bewegt, dann weißt, kannst du sicher sein, dass es Gottes Herz auch bewegt. Why? Because God is very, very much concerned about your life, that even a small pain, it concerns him. Gott ist so besorgt um dich, dass er wirklich selbst das Kleinste für ihn wichtig ist. He's such a loving father that there is no small thing in your life that he is not concerned with. Er ist so ein liebender Vater, dass es ihm nicht egal ist, was das Kleinste in deinem Leben, der kleinste Schmerz, er ist wichtig für ihn. I always tell you that even things that we are not concerned about ourselves, God is concerned. Selbst Dinge, über die wir uns selbst gar nicht die Sorgen machen, da sorgt sich Gott drum für uns. For example, why should he count the number of hair of our head? Warum sollte er sonst unsere Haare zählen? When I lost my hair, als ich meine Haare verloren habe, I didn't feel any pain. Habe ich keine Schmerzen gefühlt. And I don't care if it is more poor away. Und es hat mich nicht gestört, wenn noch mehr ausgefallen sind. But God keeps a record of how many hair have gone off my head and how many are remaining. Und Gott hat trotzdem das aufgeschrieben, wie viele Haare ich verloren habe und wie viele Haare noch auf meinem Kopf sind. Yes, Jesus said, the very hair of your head are numbered. Denn er sagt in der Bibel, dass die ganzen Haare, dass sie alle gezählt sind. So you cannot really be going through any pain and you expect God not to have that pain. Also wenn du durch Schmerzen hindurchgehst, kannst du nicht erwarten, dass Gott nicht auch durch die gleichen Schmerzen hindurchgeht. He's concerned with every little concern of yours. Er ist besorgt mit jedem kleinen Ding, was dich besorgt. Don't fear bringing to God the smallest concern of your life. Also hab keine Angst, Gott die kleinsten Dinge deines Lebens zu bringen. He's not going to say, no, that's too small. That, Er wird nicht sagen, next. No, it's his concern. Your concern is always God's concern. Er ist besorgt und deine Sorge ist seine Sorge. And lastly, und zum Schluss, he answers me. Er antwortet mir. Woo! And this is, you know, all effort and argument would be meaningless unless the Lord answers me. Alle Bemühungen, alle Argumente wären nutzlos, wenn Gott mir nicht antworten würde. But the Lord answers me. Aber der Herr antwortet mir. And this is the motivation that I have in the very first place. Das ist die Motivation, die ich gleich am Anfang habe. It is an assurance that I have. Es ist eine Sicherheit, die ich habe. And the Lord wants each of us to have that experience of rejoicing and jumping. That, woo, he answers me. Und Gott will das And this is why Jesus said, up to now, you have not asked anything in my name. Ask and you will receive and your joy will be complete. Und das ist auch der Grund, warum Jesus gesagt hat, ihr habt mich noch gar... You have, up to now, you have not asked anything in my name. Bis jetzt habt ihr nichts in meinem Namen gebeten. Now ask and I will answer and your joy will be complete. Jetzt bitte mich da oben und eure Freude wird komplett sein. He's more eager to answer than I'm eager to call.
my sympathy and understanding, but dealing with my distress. Er antwortet nicht nur mit Sympathie, sondern er antwortet mit der Lösung meines Problems. He takes me through. Und er leitet mich durch. And he makes me a victor. Und er macht mich zum Sieger. He uproots the roots of my distress. Und er nimmt die Wurzeln weg von meinem Not. Amen. Amen. He answers. May God bless you. Und aus diesem Grund möchte ich das Tanzteam noch
Also du und ich, you are going to call upon him. Ihr werdet ihn anrufen. If you don't have a problem, wenn du kein Problem hast, come and take part of mine. Dann nimm Teil von meinem. And call upon him for me. Und bitte ihn für mich. If you don't have any problem, also wenn du kein Problem hast, after the service, come and whisper to me. Nach dem Gottesdienst, dann flüstere mir das ins Ohr. And to ask me, Alice, can I get part of your problem? Dann sag zu mir, Alice, kann ich Teil von deinem Problem haben? I'll give to you. Ich gebe es dir. And can call. Damit du anrufst. Because I want everybody to call. Wenn ich möchte, dass so if you don't have anything, also wenn du nichts hast, come. Dann komm. I give you some. Ich gebe dir. Then you can call. Damit du anrufen kannst. Amen. Amen. Shouldn't have gone home. Gestern habe ich hier so das Gefühl gehabt, wir hätten nicht nach Hause gehen sollen. We were praying non-stop. Wir haben non-stop gebetet. And I'm telling you, und ich sage euch, we need to continue this. Wir müssen das weitermachen. We are not praying to get God favor. Wir beten nicht nur um Gott Gunst zu erlangen. But we are praying because we love him. Sondern wir beten, weil wir ihn lieben. I can put myself on the floor and roll because I love him. Denn ich könnte mich über den Fußboden legen und rollen, über den Fußboden rollen, weil ich ihn liebe. That's why I pray. Das ist der Grund, warum ich bete. Ich vertraue ihm. I trust him in my distress. Ich vertraue ihm in meinem Problem. I trust him in my problem. Ich vertraue ihm. That is why I call upon him. Das ist der Grund, warum ich zu ihm rufe. I don't call upon him to get favor. Ich rufe und schreie nicht nur zu ihm, weil ich ihn vertraue. I call upon him so that because of the trust I trust him. Sondern ich schreie zu ihm, weil ich das Vertrauen habe in ihn. And let us be closer to him. Darum lasst uns ihm nahe sein. I tell you, let us be closer more than ever before. Lasst uns ihm näher sein als jemals zuvor. Lasst uns näher zu Gott uns gehen, bewegen. Amen. And I'm telling you, soon we are going to dance in this church. Und ich sage euch, bald werden wir in dieser Gemeinde tanzen. You get up from that body. Ihr werdet aus der Tür herausgehen. Because of what God has done to you. Aufgrund dessen, was Gott für euch getan hat. You cannot walk normal. Könnt ihr nicht mehr normal gehen? Oh, alles, alles. This is what God has done. Und ihr werdet sagen, oh, alles, das ist alles. Oh, das ist das, was Gott für mich getan hat. Amen. Amen. But you know what? I'm not saying this. Aber ich sage das nicht. To just put all your expectation on this on the alone. Damit ihr nicht euer Vertrauen auf alles hier setzt. Let your daily life be with him. Lasst euer tägliches Leben mit ihm. I'm telling you, let your daily life, everywhere you are, be with God. Lasst dein tägliches Leben wirklich mit Gott sein. Let his presence be there all the time, wherever you are. Lasst deine Gegenwart überall da sein, wo du bist. That's what I want you to be. Das ist das, wo ich möchte, dass du bist. May God richly bless you all. Möge Gott euch reichlich segnen. Amen. Amen. Okay, let's have an offering. Lass uns noch das Opfer einsammeln. Halleluja. So, the offering, let's now, let me use the right word, tithe and offering. Also, lass mich das richtige Wort benutzen. Zehnten und Opfergaben. So, it's time for offering. Also, es ist Zeit dafür. So, praise the worship team. Lobpreis Team. Can you give us a song, please? Können wir uns noch ein Lied singen? Are you ready?
Amen. Let's pray. Amen. Father, in the name of Jesus, we thank you so much for this song. Father, in the name of Jesus, we thank you so much for this song. Father, we bless your people, Lord. And we thank you so much for all what you are doing. Father, strengthen each and every one financially. We call unto you in this area, O Lord. That you strengthen this church with finance in the name of Jesus. And you strengthen each and every one, individuals, and in finance, O Lord, my God. Get more than what they expect. We thank you so much. In Jesus' name. Amen. 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 Okay, today has been a great day for me and a great time for me. Heute war es eine große Zeit, and, großer Tag für mich. You know, all the time when 20th of February is coming. Jedes Mal, wenn der 20. Februar kommt, I know it's gonna snow. Dann weiß ich, dass es schneien wird. Because I remember that day very well. Ich erinnere mich an den Tag sehr genau. I remember the time my wife is pregnant and we are going to hospital. Ich erinnere mich noch, dass meine Frau schwanger war und jetzt gerade noch ging. It was snowing. Es schneite. And since that time, it's snowing all the time. Und seit dem Zeitpunkt schneit es zu dem Zeitpunkt immer. 20th of February. Immer am 20. um den 20. Februar. Put it in your calendar, you will find out that it's true. Ihr könnt es in eurem Kalender reinschreiben, wie ihr feststellt. Therefore, today is something special, somebody special in my heart that had a baby. Today, okay, that is already no problem. Also, darum ist jemand ganz Besonderes, der in meinem Herzen ist, der Geburtstag hatte. Therefore, I'm going to call upon that person. Und darum möchte ich diese Person nach vorne. My own daughter, Esther Watson. What you have achieved in 2019.
Bible school. Am Freitag bin ich in die Bible school. And I give Friday prayer meeting. Und am Freitag auch die Gebetsstunde. Saturday we have a community. Und am Samstag ist auch noch die Gebetsstunde. So please, get ready for it. Habt ihr Stand dafür? Father, we thank you so much. Father, we thank you so much. That you are God that we can call upon. Dass du ein Gott bist, zu dem wir schreien können. Father, this is the time we call upon your name. Und dies ist der Moment, wo wir deinen Namen anrufen. For all what we are passing through. Für alles, wo wir durchgehen. But I will call unto you. Wir schreien zu dir. We have no one to call unto. Und wir haben keinen, zu dem wir sonst schreien können. And Father, we thank you so much for your answer. Und Vater, wir danken dir so sehr für deine Antwort. Die du uns gegeben hast. We praise you, Lord. Wir preisen dich. Give you all the glory. Wir geben dir alle Ehre. Thank you so much. Vielen Dank. Father, I pray your blessings upon each and every one here, O Lord. Und ich bete deinen Segen auf jeden einzelnen hier, O Gott. Let your peace reign in us. Lass dein Frieden in uns regieren. Let your that joy demonstrate in our lives. Lass deine Freude wirklich sich demonstrieren. We thank you so much. Wir danken dir so sehr. In Jesus' name I pray. Im Namen Jesu Christi. Amen. Amen. Tell one or two people and tell them that